Wir sind wieder zurück mit Nioh 2, meine Lieben, und mit der Hauptmission Das rasende Feuer. Das ist die zweite Hauptmission in diesem Gebiet, Morgendämmerung. Interessant ist auch, dass ja, die Gebiete haben sehr eigenartige Namen. Also sie sind nicht mehr nach den Inseln benannt, wie im ersten Teil, was ich sehr spannend finde. Wäre interessant zu wissen, weshalb man sich dafür entschieden hat. Wir haben eine Mission Stufe 80. Unsere Glefe ist ein bisschen unterlevelt. Wir haben allerdings hier noch ein bisschen bessere Tonfas. Ich meine, wir könnten die Mission mit den Tonfas machen, wenn wir keine bessere Glefe finden. Ist ein bisschen riskant, wobei die Glefe macht immer noch mehr Damage. Allerdings sind die Tonfas wesentlich schneller. Ich denke mal, wir bleiben erstmal bei der Glefe, bis wir volle Familiarität mit den Tonfas haben. Und dann schauen wir weiter. Das wäre mal so mein Vorschlag. Hey, Tokichiro hat eine Nachricht aus der Hauptstadt gesandt. Was? Das kann nicht sein. Einer von Nobunagas Gefolgsleuten hat sich gegen ihn gewandt und Honoi überfallen, wo Nobunaga sich gerade aufhält. Unsere Truppen müssen hier bleiben, um die Angriffe von Westen abzuwehren. Aber wir zwei müssen sofort zu Nobunaga eilen und ihm beistehen. War Mumio nicht einfach die, die nur Yokais jagen wollte? Warum ist sie jetzt plötzlich so in die Politik, in der Politik interessiert? Nun gut. Und was zur Hölle ist mit Tokichiro los? Der reiche buddhistische Tempel Tohonui liegt in der Hauptstadt und hat bereits viele Fürsten, Kaisern und reichen Kaufleuten göttlichen Schutz gewährt. Während der Sengoku-Zeit kehrte auch Odo Nobunaga dort ein, wenn er die Hauptstadt besuchte. Durch seine hohen und dicken Mauern ist der Tempel sicher wie eine Burg, aber als Nobunaga bei einem seiner Aufenthalte im Tempel einen Angriff auf den Mori-Clan plante, wurde er von einer seiner Untertanen verraten. Die Gegner waren in der Überzahl und ein Gegenangriff war aussichtslos. Das Ende von Nobunagas Leben und Herrschaft rückte näher. Die Levels sind ein bisschen zu ähnlich. Für mich. Sind alles immer irgendwie Tempel oder eine Burg oder sowas, wo wir einnehmen müssen? Wer hat rote Augen? Da stimmt was nicht. Ist das Ninetales? Oh, das ist der Obsidian Samurai. Ich erkenne ihn am Schutzgeist. Glaube ich. Ich glaube, das könnte Ninetales sein. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich meine, die sah ein bisschen ähnlich aus. Okay, wir starten in eine Höhle. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Da ist auch eine Leiter, das wird dann wohl später mal eine Shortcut sein. Kein Schrein soweit. Ha, wir haben 8 Kudamas hier. Ach, hier geht's nach oben. Vielleicht ist es doch kein Shortcut, denn hier oben ist unser Schrein. Honui, Provinz Yamashiro. Ja, lass mich raten. Ist verschlossen natürlich. Wir haben 8 Kodamas hier. Wir haben, glaube ich, in der letzten Mission 9 gefunden. Das heißt, wir müssten jetzt auf 17 kommen. Level Up ist noch ein bisschen in weiter Ferne. Also gut. Ich denke, wir switchen auf die Glefe für den Moment, bis wir die... Ich meine, wir können auch mit den Tomfas erstmal weiterspielen. Ich muss mit den Tomfas sowieso noch ein bisschen besser werden. Allerdings habe ich gerade die Skills halt nicht so richtig im
Gedächtnis. Ha. Ich weiß, es gibt irgendwie einen Zauber, wodurch man sich vor den Umgebungseffekten schützen kann. Den habe ich aber nicht ausgerüstet, deswegen rennen wir einfach durch. Was auch wundervoll funktioniert hat. Wir können, glaube ich, auch uns einfach das so machen. Und dann, ja, durchrennen, ohne Schaden zu kassieren. Das habe ich ein bisschen vergessen. Oh, haben wir da Omio-Mages? Sehe ich das richtig? Ja, haben wir. Okay. Ja, der ist kein One-Shot. Schade. So, jetzt ist er down. Oh. Zum Glück sind wir mit den Tonfas einigermaßen schnell. Das ist der große Vorteil. Wir können auch mal die hohe Haltung machen. Und dann kann man noch so einen kleinen Kick machen. Der, glaube ich, ziemlich viel Ki-Schaden verursacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht ist das gegen zwei jetzt eher nicht so optimal. Ah, den Kick können wir auch in der mittleren Haltung machen. Fantastisch. Das läuft doch gar nicht so schlecht, oder? Oh. Genau, gib ihm. Oh, er lebt noch. Hooray! Ein weiteres Elixier, fantastisch. Keine Yokai soweit. Keine Yokai. Werden bestimmt aber noch kommen. Ich meine, wir sind jetzt schon. Ich würde jetzt mal sagen, sicher eine Hälfte von der Hauptkampagne. Vom Hauptspiel. Und da gibt es keine Missionen mehr, die einfach nur aus billigen menschlichen Gegnern bestehen. Würde ich jetzt einfach mal wetten. So, um Schrein zu rasten, bringt uns, glaube ich, momentan nicht so viel. Oh. Ja, so viel Kishan macht es dann auch wieder nicht. Das blaue Feuer. Oh, wer bist du? Was bist du für einer? Du hast einen Banner. Ha, hatten wir schon mal einen mit einem Banner? Ich weiß es nicht. Nein, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich meine, jetzt ist nicht super viel ausgehalten. Oh. Hi. Ja, das ist nicht schlecht mit dem Abschlussmove. Ich dachte, vielleicht ist da einer an der Decke. Das sah irgendwie ein bisschen verdächtig aus hier. Ich halte natürlich jetzt gerade momentan immer ein bisschen Ausschau nach. Einer Glefe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch der Obsidian-Samurai hier als Zwischenboss vorkommt. Da ist ein Kodama. Ich habe nicht mal auf den Radar geguckt, sondern den habe ich. Oh, du fieser kleiner Mistkerl. Ich habe nicht mal auf den Radar geguckt, sondern den habe ich da einfach dazwischendurch gesehen. So, haben wir sonst noch was? Da ist bestimmt noch das eine oder andere zu sehen, zu finden. Ja. Na, hier ist ein Yokai-Reich. Gucken wir uns gleich an. Aber in der Zwischenzeit, ich lasse noch ein bisschen die HP auffüllen. Damit wir mit schön viel HP dann den Yokai angreifen können. Ich glaube, sind wir da durchgekommen? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, wir können es durchaus kurz testen. Ja, scheint so. Da sind wir durchgekommen. In Ordnung. Wir haben volle HP. Wir könnten uns buffen. Ich glaube, wir haben sowieso nicht mehr die Tonfas mit dem Feuerschaden. Von dem her, warum nicht Wasserwaffen? Plus Kraftpillen, dann skillen wir unser Ninjutsu-Busschen. Ach. Du bist auch so ein hässlicher kleiner Typ. Autsch. Hält was aus, der Junge. Okay, lass uns kurz mal rausgehen und eine Runde heilen.
Oh, yes. Das hat gut funktioniert. Gib ihm. Das war gut. Ich bin zufrieden. Warum ist das Feuer blau? Kann ich... Wie viel Schaden macht das? Ziemlich viel. Ist jetzt die Frage, ob wir da durchrennen können, wenn wir so ein Wasser... Wenn wir Wasser an uns haben? Meine Vermutung ist, die Antwort lautet nein. Das ist meine Vermutung. Aber ich denke mal... So oder so wäre das hier kein schlechter Weg. Ich denke mal, ich reset mal noch unsere Sachen. Wir haben ja den Shortcut geöffnet, bevor wir jetzt darüber gehen. Müssen ein paar kleinere Gegner... Oh, ouch. Okay, das war rein gar nichts. Ein paar kleinere Gegner nochmal aus dem Wege räumen. Okay, du warst der... Genau, der Schütze. Schießpulverbombe. Okay, gucken wir mal. Das sieht irgendwie nach Fight aus, aber momentan ist hier nur dieser gammelige Skelettkrieger. Der hatte nicht wirklich eine Chance. Rotes Feuer, blaues Feuer. So ein Ding. Oh, du hast aber... Oh. Blaues Feuer. Warte mal. Naja. Schnell weg. Ups. Da, okay, das war schlecht. Oh, direkt zweimal. Nein. Heilig mal. Au, das hat wehgetan. Du Mistvieh. Okay, die haben wir schon mal. Fantastisch. Was ist mit dir, Snake? Okay, jetzt kommt er hier mit Feuer an. Das hat aber nicht so eine große Reichweite, mein Freund. Ich sollte da nicht reingehen. Eher das ungesund. Er nimmt halt fast keinen Schaden durch das Feuer, die Sau. Er nimmt halt fast keinen Schaden. Ah, und hier kann er durchschießen. Na komm. Jetzt hat er sich wieder aufgeladen. Musst du jetzt wieder dein blödes Feuer machen, du Penner? So, jetzt ist aber Schluss hier. Ein für alle Mal. What? Heilige Scheiße. Heilen wir uns sicherheitshalber mal. So, der wird niemandem mehr etwas zuleide tun. Was ist hier drüben? Warum leuchtet das so grün? Hier ist keine grüne Lichtquelle. Warum leuchtet das? Ich möchte eine Antwort haben. Oh, Scheiße. Okay, das war jetzt nicht so produktiv, mein Freund. Ist da noch was? Nein! Das gibt Gift. Du Schweinehund. Autsch. Lass das. Und da hat uns das Gift Tote gekriegt. Tickt. Ah, wie schlecht. Wie schlecht. Was ist. Ich bin gespannt, dass alles respawnt. Das Feuerrad auf jeden Fall. Das Feuerrad wird auf jeden Fall respawnen. Ich glaube, der andere knill ich nicht. So, du bist erstmal weg. Oh, und tot. Fantastisch.
Ja, der natürlich auch. Ich meine, da habe ich nichts anderes erwartet. Tut ihm gut. Nee, Feuerrad ist nicht am Start. Sehr überraschend. Wir sind hier drüben irgendwo gestorben. Genau, hier war das. Hier ist unser Zeug. Das machen wir mal kaputt. Weil, warum nicht? Haben wir nicht Bomben? Ich habe keine Bomben ausgerüstet. Hä? Ach, das sind Krähenfüße, das sind gar keine Shurikens. Das habe ich komplett vergessen. Ich habe die Krähenfüße ausgerüstet. Okay. Was soll's? Ist okay. Lass das mal sein da. In Ordnung. Stimmt, ich habe die Krähenfüße ausgerüstet. Das ist interessant. Das habe ich komplett vergessen. Vielleicht können wir die auch mal irgendwann sinnvoll verwenden. Für irgendwas. So, jetzt ist die Frage, geht's hier weiter oder ist es ein Dead End? Das ist ein Yokai. So, dann würde ich sagen, machen wir mal das. Okay. War jetzt nicht so spektakulär. Okay, das war rein gar nichts. Vielleicht sollten wir erstmal den Kleinen hier wegmachen. Autsch. Ach, komm schon. Gift heilen. Normale Heilung und weiter geht's. Oieiei. Das war knapp. Boah, das war auch knapp. Stimmt, der kann auch mit seinem blöden Schwert zuschlagen. Das habe ich komplett vergessen. Okay, war nochmal gut gegangen. Garki Seelenkern, Stein, Elixier. Nice. Wir müssen nochmal zurückgehen. Verlogene Betrüger, in meinem nächsten Leben finde ich dich und lass dich dafür büßen. Wehe. Da ist eine Yokai-Zone. So, dann gucken wir uns das hier mal an. Handschuhe und Lilien. Ach so, wir hätten auch einfach hinten durchgehen können. Ja, ich verstehe. Ich möchte mal zurückgehen, um zu sehen, ob wir hier was übersehen haben. Oder da. Es läuft ganz gut mit den Tonfass. Ich bin einigermaßen überrascht. Ach, echt? Du hast dich... Du respawnst? Die habe ich am wenigsten gerechnet. Okay, das wäre fast schief gegangen. Der hat immer noch sau viel HP. Guckt euch das mal an. Komm, buff mal. Oh. Okay. Ja, das war fies. Habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht damit gerechnet, dass direkt ein Grab kommt. Okay, das war zu früh. Der Typ ist schnell. Er ist saumäßig schnell. Okay, so. Jetzt kann ich mal bitte? Was ist denn los? Warum treffe ich den nicht? Okay, das war erst komplett in die falsche Richtung. Das hat auch nichts gebracht. Au. Lass das. Boah. Was habe ich denn da gemacht? Gerade habe ich gesagt, ja, es läuft gar nicht so schlecht mit dem Tonfass. Und dann so ein kompletter Fail. Ultra mies gewesen. Meine Güte. So, soweit, so gut. Den haben wir ja mal. Wir sollten unsere Sachen relativ locker zurückkriegen. Ja, genau, da ist es auch schon. Da ist unser Speerkämpfer.
Und den haben wir auch gleich platt. Fantastisch. So. Und jetzt respawnst du von hier. Okay, das hat gar nichts gebracht. So, und hin. Ich glaube, mittlere Haltung ist fast ein bisschen besser als hohe. Okay, das war nix. Wir können trotzdem in die Offensive gehen. Das war irgendwie auch ein bisschen Glück. Okay. Teilweise ist es, glaube ich, einfach zu dodgen. Anstelle sich großartig Mühe zu machen, den Burst Counter durchzuführen. Es kommt ein bisschen auf den Gegner drauf an. Irgendwie Burst Counter macht halt auch einfach mehr Spaß. Deswegen versuche ich eigentlich schon auf Burst Counter zu gehen. Einfach weil ich es interessanter finde zum Spielen. Hä? War hier nicht das blaue Feuer? War das nicht dieses Haus? Oder bin ich jetzt wieder komplett Banane? Ist das blaue Feuer weg? Vielleicht geht das blaue Feuer durch irgendwelche Events weg, wenn wir was töten oder sowas. Wäre möglich. Wenn dem so wäre, dann... Oh shit. Wer hat da eigentlich geschossen? Irgendeiner hat Bomben geschmissen. Ist hier noch jemand? Wenn dem so wäre, dass das blaue Feuer tatsächlich irgendwie weggeht, also durch irgendein Event oder sowas, dann müsste das blaue Feuer weiter hinten oder so auch irgendwann weggehen. Oder hier war doch irgendwo auch blaues Feuer. Oder nicht. Doch, dieser Ausgang war blockiert mit blauem Feuer. Am Anfang. Oder bin ich jetzt komplett Banane im Kopf? Ha. Da oben steht ein Kodama. Da oben steht ein Kodama. Buffen wir uns. Ein paar Pillen. Das können wir auch mal verwenden. Okay. Nicht der gefährlichste Gegner. Sage ich und werde natürlich voll getroffen. Und Sterbende. Ich bin so ein Pfosten. Ich lerne es einfach nie. Warum kann ich nicht einfach meine blöde Fresse halten? Auch nicht der schwerste Gegner. Bam! Aus dem Ki genockt und dann direkt getötet. Fantastisch. Weißt du Bescheid? Eieiei. Okay, so, du bist dran. Der kann ja nix. Ich mag es nicht so, im Feuer zu kämpfen oder in der Nähe des Feuers, weil es passiert mir genau das, was ihm gerade passiert. Ich kann jetzt auch nicht reingehen, um ihn zu punishen. Sonst würde ich halt selber saumäßig viel Feuerschaden abkassieren. So, respawnt er? Ja, tut er, okay. So nicht, mein Freund. Okay, viel Ki hat er nicht mehr. Was machst du? Kein Burst Counter. Oder keine Burst Attacke. Muss ich eher sagen. Okay, das war zu früh. Ich glaube, wir haben ihn mehr oder weniger. Fantastisch. So, dann ist da unser Zeug. Ich denke mal, das holen wir uns einfach wieder.
nach Möglichkeiten. So, jetzt geht's dir an den Kragen. Eins, zwei. Okay, kommt nichts weiter. Okay. Falsches Timing. Boah, der ist aber anfällig gegen Wasser. Was? Da kam kein Finishing Move. Okay, wir haben ihn trotzdem. Und wir sind auch, entweder haben wir schon Level Up oder wir sind nah dran. Eins von beidem. Wie kommen wir jetzt zu diesem Kodama hoch? Das ist die große Preisfrage. Wir haben hier ein bisschen Feuer. Da ist ein Summon. In dieses Haus sind wir schon gegangen. Da war die Kiste. Ach, jetzt muss ich euch zwei blöden Mistkerle wieder bekämpfen. Ach, der lebt noch. Mit irgendwie einem HP oder so. Na komm, okay. Wenn das jetzt in die Hose gegangen wäre, dann hätte ich mich ziemlich geärgert. So, da waren wir schon. Da ist einfach nur der Kodama. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite hier hin. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist momentan so ein bisschen das Einzige, was mir einfällt. Hier weiterzugehen. Die leben jetzt natürlich auch wieder. Aber ich glaube, wir müssen sie jetzt nicht zwangsläufig töten. Aber die zwei. Will ich mich buffen? Können ein bisschen Feuer buffen. Oh, nein. Ich wollte eigentlich auch nichts, nicht Wasser buffen, aber was soll's. Machen wir das. Du kleines Mistvieh. Da, den kleinen haben wir. Shit. Okay. Ich wollte da einen Iframe-Dodge machen, das hat aber leider nicht so wirklich funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break und sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Ich werde mich offscreen da wieder hinkämpfen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.